ein Update-Video zum Thema Powerstation im Wohnmobil. Es gab ja schon mal ein Video zu dem Thema, ob vielleicht so eine Powerstation sogar einen Wechselrichter und die, ich sag mal, alte Konfiguration in einem Wohnmobil ersetzen könnte, ob das Sinn macht. Und da gab es so viele Fragen von euch, so viele Anregungen von euch, dass ich mir gedacht habe, es wird allerhöchste Zeit, ein neues Video zu drehen. Heute ist es soweit und wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute gibt es ein Update-Video. Was bedeutet Update-Video? Ich habe es im Eingang schon gesagt, wir haben ja schon mal ein Video gehabt zu dem Thema Powerstation. Und da gab es so viele Fragen von euch und so viele Hinweise, so viele Anregungen. Und da dachte ich mir, okay, das kann ich gar nicht alles per Tippen beantworten. Ich drehe einfach wieder ein Update-Video, so wie das heute eben der Fall ist. Und damit ihr auch solche Videos in Zukunft nicht mehr verpasst, sehr, sehr gerne den Kanal nicht nur abonnieren, sondern auch super gerne die Glocke drücken. Denn dann werdet ihr immer automatisch informiert, wenn es ein neues Video gibt, wie das eben heute der Fall ist. Und bevor wir jetzt lange babbeln, ihr seht schon, ich habe hier ganz viel aufgebaut, heute wird es echt verrückt, zeige ich euch einfach mal, was euch in diesem Video heute alles erwartet. Und da sei auch nochmal erwähnt, dass ihr unten Sprungmarken habt. Das bedeutet, ihr könnt genau an die Stelle Videos springen, die euch ganz besonders interessiert. Wenn ihr sagt, mich interessiert nur, wie lange dauert es, einen Bosch-Akku zu laden für mein E-Bike, dann könnt ihr genau an diese Stelle springen. Das findet ihr alles hier unten im Video eingebettet. Und für alle anderen hier gleich mal die Übersicht. Ich blende euch das ein. Zuallererst fangen wir nochmal an, über die EcoFlow selber zu sprechen, also über eine Powerstation. Denn zu der gab es ganz, ganz viele Fragen. Ich habe da nämlich ein spezielles Modell für mich ausgesucht. Warum? Das behandeln wir dann gleich im zweiten Teil, aber da möchte ich euch im ersten einfach nochmal die Unterschiede sagen, welche hat App, welche hat nicht App und so weiter. Im zweiten Teil, da gucken wir uns dann genauer an, was ich vorhabe in meinem neuen Van, denn genau darum ging es mir. Ich habe vor, mir ein neues Auto zu besorgen und möchte da auch ein bisschen das ganze Energiekonzept überarbeiten, überdenken und möchte das wahrscheinlich nicht so machen, wie ich das immer herkömmlich gewohnt war. Und ich möchte euch genau zeigen, was ich vorhabe, denn ich glaube, ich habe jetzt ein ganz klares Bild, was ich erreichen möchte und wie ich das haben möchte. Und da gab es auch ganz viele Fragen zu euch, weil ihr gesagt habt, naja, aber du hast ja hier trotzdem Wechselrichter drin und so weiter. Ist alles richtig und genau in diesem zweiten Teil gehe ich auf solche Sachen ein. Und im dritten Teil, da schaue ich mir dann für euch nochmal konkrete Beispiele an, was diese Powerstations so leisten können. Da kamen ganz, ganz viele Fragen von euch, wo ich auch ehrlich sagen musste, da hatte ich gar keine Ahnung, zum Beispiel mit dem Thermomix kochen, kann ich das damit machen? Ich habe in meinem Leben vorher noch nicht wirklich viel mit dem Thermomix gekocht. Ich habe mir jetzt einen ausgeliehen und all diese Fallbeispiele, wie auch zum Beispiel E-Bike-Akkus, genau das schauen wir uns dann im letzten Teil wieder an. Und damit sind wir dann auch schon durch mit diesem Update-Video. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wir starten mit dem ersten Teil. Was sind denn jetzt nochmal genau konkret die Unterschiede bei diesen einzelnen verschiedenen Akkustations? Ja, sprechen wir kurz über die verschiedenen Powerstations und ihr seht es ja schon, bei mir ist es jetzt die EcoFlow geworden. Ich habe meine Checkery verkauft. Warum habe ich das Ganze gemacht? Für mich zwei Argumente. Einmal, dass ich sie wahnsinnig schnell laden konnte. Das war für mich ein Argument, warum ich mich für die EcoFlow entschieden habe. Und ein weiterer Punkt war das Laden meines MacBooks. Und zwar habe ich ja hier dieses Fast Charging mit USB-C. Das bedeutet, ich habe hier die entsprechende Power über USB-C, mein MacBook direkt aufzuladen. Bei der Checkery hätte ich einen Umweg gehen müssen. Entweder über den Adapter mit der 12-Volt-Steckdose oder über die 230-Volt-Steckdose. Und um jetzt nicht im zweiten Kapitel gleich vorweggreifen zu wollen. Aber natürlich ist es auch so, wenn du hier bei 230 Volt gehst, ist natürlich hier auch ein Wechselrichter verbaut und deswegen habe ich dann auch wieder Verluste und das ist natürlich unschön und das habe ich eben bei der EcoFlow nicht und deswegen habe ich mich für die EcoFlow letztlich entschieden. Das ist aber ein Punkt und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ich will nicht gegen Checkery oder irgendeinem anderen Hersteller reden. Das waren halt für mich damals die beiden, die ich miteinander vergleichen wollte, für mich persönlich. Da es gibt kein Schwarz-Weiß beim Camping, generell nicht. Es gibt so viele unfassbare Hersteller. Schreibt das auch gerne unten nochmal in die Kommentare, mit was ihr unterwegs seid. Helft uns da, das tut uns am Ende ja nur allen gut. Man muss eben, und darauf möchte ich hinaus, am Ende für sich selber entscheiden, welchen Bedarf habe ich, welche Bedürfnisse möchte ich befriedigen, wenn ich mit so einem Gerät unterwegs bin. Und dann sucht man für sich halt das Bestmöglichste raus. Und deswegen zeige ich euch das alles. Wenn du die Möglichkeit hast, immer lang zu laden, dann ist eine Checkery mega cool für dich und am Ende wahrscheinlich auch für den Akku deutlich besser, was die Lebensdauer betrifft, als den immer so Vollgas zu laden.
Und jetzt komme ich auch gleich zum zweiten Punkt. Es gibt ja hier bei der EcoFlow auch viele Unterschiede. Und da gab es bei euch auch einige Fragen dazu. Und zwar, ob es die Delta jetzt denn schon mit der App gibt. Das schon mal vorweg. Nein, gibt es nicht. Die Delta ist ein älteres Modell von EcoFlow. Und da gibt es diese App-Anbindung einfach nicht. Das ist anders bei dem nächstgrößeren Modell, der Max. Da hast du nicht nur größeren Speicher und damit auch mehr Leistung, sondern du hast eben auch die App-Anbindung. Soll aber nicht heißen, dass du nur bei größeren Modellen dann die App-Anbindung hast. Auch bei kleineren hast du eine App-Anbindung. Auch da habe ich heute ein Gerät für euch im Test wegen der Kaffeemaschine, weil viele von euch gesagt haben, mir würde ja die noch kleinere reichen. Gebe ich euch völlig recht. Schauen wir uns dann gleich mal an, ob die dann auch den Kaffee machen kann, den ich das letzte Mal im letzten Video gemacht habe. Und das schauen wir uns dann eben, wie schon erwähnt, alles im dritten Kapitel an bei den Fallbeispielen. Aber das sind eben so die größten Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Modellen. Also nicht nur die Leistung, sondern eben auch, was dahinter steckt. Warum ist jetzt die App für ganz viele so interessant? Das fängt einmal schon mal an, dass ich diese Bestätigungspieptöne abschalten kann, was ja hier echt ein bisschen nervig ist. Des Weiteren kannst du auch unter gewissen Umständen, sage ich mal, wenn du deine Powerstation anhast, sie aktivieren, deaktivieren die einzelnen An- und Ausgänge. Das ist mit Sicherheit auch sehr gut, wenn du sie verbaut hast. Denn da werden wir jetzt im zweiten Kapitel gleich drauf zu sprechen kommen. Viele haben auch gesagt, ja Markus, du vergleichst Äpfel mit Birnen, warum willst du keinen Wechselrichter mehr fest verbauen? Das Ding fliegt ja dann immer nur im Auto rum. Nee, da habe ich ja was ganz anderes vor. Das wiederum führt aber auch dazu, dass ich immer wieder hinkommen muss, um den Schalter an- und auszuschalten. Das kann unter Umständen, wie gesagt, mit Einschränkungen bei einer App-gesteuerten deutlich einfacher und besser sein. Des Weiteren kannst du bei der großen zum Beispiel einstellen, ob du dieses Fast Charging haben möchtest oder nicht. Oder generell auch über die App kannst du sowas teilweise steuern. Da geht es dann darum, ob die wirklich mit so einer Wucht geladen werden soll, wie ich das bei der hier gezeigt habe, was wiederum für die Lebensdauer des Lithium-Akkus nicht unbedingt das Beste ist. Also umso schonender man das lädt, umso besser wird es letztlich wahrscheinlich auch für den Akku sein. Deswegen kann es sicherlich ratsam sein, wenn man das auch immer deaktivieren kann. Hier kann ich das auch einfach mit einem harten Schalter machen und kann das deaktivieren und fertig. Kann ich hier bei der kleinen nicht. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich will also damit zeigen, es hat nicht nur Unterschiede in der Kapazität und Leistung, sondern eben auch in der Bedienung. Und wenn wir uns die App nochmal genauer anschauen, hast du noch viele, viele Einstellungsmöglichkeiten mehr. Eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, dass du zum Beispiel auch einstellen kannst, in welchem Bereich die Akkustation funktionieren soll. Sprich, bei mir habe ich jetzt zum Beispiel eingegeben zwischen 20% und 80%. Das bedeutet, dass du sagen kannst, okay, ich möchte, dass meine Powerstation nie unter 20% lädt. Warum ist das interessant? Am Ende betrachte ich immer diesen Aufladezyklus. Der ist ja immer von 0 auf 100. Und man spricht ja bei den Ladezyklen, bei 0 auf 100, auch bei der Lebensdauer. Das bedeutet, wenn ich das einschränken kann und wenn ich sagen kann, ich möchte gar nicht immer von 0 auf 100, sondern mir reicht immer zwischen 20% und 80%. Ich entlade nie mehr als 20% Restkapazität und ich lade nie höher auf als 80%, dann erreichst du natürlich diesen 0 bis 100% Aufladezyklus gar nicht und damit könnte es theoretisch von der Lebensdauer her positive Auswirkungen haben. Das Ganze ist jetzt bei mir hier nicht wissenschaftlich belegt, das könnte ich gar nicht, weil ich will meinen Akku jetzt nicht kaputt machen, indem ich ihn ständig rauf und runter lade. Aber da gibt es eben ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, naja, wenn du eben nicht diese 0 auf 100 Aufladezyklen hast, dann ist das deutlich schonender für deinen Lithium-Akku. Du machst ihn auf alle Fälle nicht kaputt und das ist natürlich was, was schon wunderbar ist und wenn du sowas einstellen kannst, dann kommst du damit echt gut über die Runden. Zumal es ja auch noch so ist, dass du auch gewisse Sicherheitsreserven hast. Wenn du nach 20% plötzlich eine Abschaltung hast, dann weißt du, mein Akku ist gleich alle, aber ich habe eben noch 20%. Auch das könnte ein positiver Effekt sein, den ich hier mit der Kleinen nicht habe. Und wenn ihr euch wundert, warum es im Hintergrund so quakt, die ganzen Enten hier am Schliersee, die geben mir gerade alle recht. Danke an der Stelle. So. Das ist also was, was mir an dieser App sehr, sehr gut gefällt, diese Einstellmöglichkeiten. Da muss man eben auch gucken, wenn man sich eine Powerstation anschaut. Es gibt nicht so viele Hersteller, die so eine durchdachte App haben wie in diesem Fall. Also ich finde, die ist wirklich anwenderfreundlich und funktioniert sehr gut. Und ich finde auch, dass die Funktionen sehr, sehr umfangreich sind und einen wirklich weiterbringen. Das sind also jetzt mal so die groben Unterschiede zwischen diesen verschiedenen EcoFlows. Aber auch da gibt es natürlich weitaus mehr und ich zeige euch das alles nochmal ganz kurz im Überblick. Ja, und eine Sache, die, glaube ich, auch ein bisschen zur Verwirrung geführt hat bei EcoFlow in meinem letzten Video war, dass es zwei unterschiedliche Baureihen gibt. Es gibt einmal die River. Die River ist das kleinere Modell, sehr, sehr handlich, sehr, sehr leicht. Ideal, wenn man irgendwie mit dem Zelt unterwegs ist oder wenn man zum Beispiel im Fahrrad unterwegs ist. Aber eben auch optimal als Notlösung im Camper, wenn man sonst eine ausreichende Infrastruktur mit dabei hat.
Und da habe ich übrigens auch bei der Recherche gesehen, dass es aktuell da super Osterangebote gibt. Ich verlinke euch das Ganze hier unten natürlich in der Videobeschreibung. Guckt da mal vorbei, falls das für euch interessant sein sollte. Und gerade mit der Kleinen werden wir nachher ja auch nochmal das Thema Kaffeemaschine testen. Also bleibt da gerne dran in dem Video. Und dann gibt es eine zweite Baureihe und das ist eben die Delta, für die ich mich dann auch entschieden habe. Die ist dann deutlich größer, auch deutlich schwerer, aber bringt eben auch mehr Leistung, gerade was den Output bei der Wattanzahl betrifft. Zum Beispiel. Und auch hier gibt es in den verschiedenen Modellen auch wirklich Unterschiede. Aber nicht nur beim Ausgang, sondern auch beim Eingang unterscheiden sich die Modelle. Also wenn ich das zum Beispiel mit dem Solarpanel speisen möchte, dann sieht man hier bei der Delta Mini habe ich eine maximale Eingangsleistung von 300 Watt. Im Gegensatz zur Delta Max, hier habe ich bis zu 800 Watt, die ich einspeisen kann. Und damit kann ich natürlich so eine Batterie oder so einen Akku auch wieder deutlich besser laden. Das sind also mal so die wichtigsten Unterschiede. Das bedeutet, guckt einfach mal da drauf. Ich verlinke euch, wie gesagt, das Ganze hier unten nochmal in der Videobeschreibung. Und dann sucht ihr einfach für euch das passende Gerät aus. Ja, und damit hoffe ich, dass ich euch mal die ganzen Fragen zu der EcoFlow beantworten konnte. Und wir hüpfen jetzt gleich ins nächste Kapitel. Und zwar gucken wir uns mal an, was ich denn in meinem neuen Van vorhabe. Und warum ich sage, dass bei mir die Powerstation nicht einfach nur im Auto rumfliegen und damit auch im Weg umgehen wird. Sprechen wir über das Konzept, wie ich mir das Ganze vorstelle für meinen neuen Van. Da kam ich ja eigentlich auf die Idee mit diesem Video, das ich da gedreht habe. Und da war es mir eben ganz wichtig, dass man erstmal versteht, okay, wofür brauche ich denn einen Wechselrichter? Was kann der Wechselrichter überhaupt? Denn ich habe ganz lange überlegt, wie viele Stromverbraucher habe ich denn noch in meinem Fahrzeug, die wirklich 230 Volt brauchen. Und wie in dem Video auch schon erwähnt, hat sich das bei mir extrem minimiert. Also ich hatte früher sehr viele 230 Volt Verbraucher mit an Bord, aber da hat sich sehr viel getan und das hat sich auch sehr geändert. Gerade zum Beispiel im Punkto Aufladen des Laptops. Da gab es früher auch schon Lösungen dafür, aber heute mit USB-C aufgeladen relativ easy und funktioniert hervorragend. Ich habe also bei mir im Auto fast keine 230 Volt Verbraucher mehr, außer ich habe wirklich mal eine Kaffeemaschine mit. Aber auch das habe ich eigentlich nicht mehr, das mache ich auch anders, dazu aber wieder ein separates Video. Also insofern brauche ich eigentlich 230 Volt nur noch im Notfall für spezielle Ladegeräte, zum Beispiel wenn man Fahrradakkus laden möchte. Das geht auch über 12 Volt, aber dann ist das natürlich sehr, sehr langsam und dauert recht lange. Und da kommt es darauf an, wie man unterwegs ist und wie viel Zeit man wirklich letztlich hat, ob man mit 12 Volt laden kann oder nicht. Also das werden so Fälle sein, wo ich dann definitiv mal 230 Volt brauche, weil ich einfach nicht die Zeit haben werde, irgendwie 9 bis 15 Stunden meinen Fahrradakku zu laden. Deswegen ist es für mich wichtig, diese 230 Volt an Bord zu haben, aber nur für diese Extremfälle wirklich Wechselrichter und alles fest verbauen, ich weiß es nicht. Gerade im Punkto, du wechselst dein Fahrzeug, wie es mir jetzt auch passiert, das wird mir keiner danken und großartig bezahlen, zumindest nicht in dem Umfang, was ich damals reingesteckt habe. Und sowas Mobiles kann ich dann einfach wieder mitnehmen. Jetzt ist mir aber auch bewusst, dass ich das nicht einfach irgendwie im Auto drin stehen haben möchte. Du musst es ja entsprechend sichern, also es ist immer so ein Hin- und Hergeziehe. Ich, und jetzt zeige ich euch mal eine Einblendung, ich möchte mein gesamtes Konzept verändern. Ich möchte natürlich in meinem Fahrzeug 230 Volt Steckdosen haben, aber ich möchte, dass diese 230 Volt entweder über Landstrom kommen oder eben über meine Powerstation, die ich dann hinten in meinem Fahrzeug in einem entsprechenden Schrank verbaut habe und dort untergebracht habe. Deswegen ist für mich die Delta so optimal, weil die von den Maßen her genau reinpassen würde. Die Delta Max habe ich mir angeschaut, die gefällt mir wahnsinnig gut. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich die verbauen kann. Deswegen weiß ich da auch noch nicht, wo meine Reise hingeht. Und dann geht es mir eben darum, dass ich das ganze System wirklich miteinander verschmelzen kann und wirklich integrieren kann. Ich will das also nicht einfach irgendwie immer lose im Fahrzeug haben und dahin stellen, wo ich es gerade brauche, sondern ich möchte mein Fahrzeug ganz normal konfigurieren. Ich möchte oben spezielle Solarzellen haben, die ich aber auch variabel abnehmen kann, dass ich quasi eine Kombination aus fester Solarzelle habe und tragbarer Solarzelle. Ich habe weiterhin meine Brennstoffzelle an Bord. Ich habe das jetzt über den Winter festgestellt. Das ist mega, das ist richtig, richtig gut. Also auch das brauche ich, um wieder Strom generieren zu können, wenn ich im Winter nicht genügend Ausbeute über Solar habe, selbst wenn ich mir mein ganzes Dach voll knallen würde. Aber ich habe eben auch nicht die ganze Fläche zur Verfügung. Wer mein letztes Video gesehen hat mit dem Dachzelt, der weiß, dass ich eben auf meinem Dach auch noch ein Dachzelt unterbringen möchte oder ein Aufstelldach. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Jedenfalls werde ich am Ende nicht so viel Platz haben, um das voll zu knallen mit Solarzellen. Deswegen die Brennstoffzelle.
Jetzt ist es so, dass ich dann natürlich in meinem Fahrzeug ganz normal arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich irgendwo USB-C-Steckdose habe im Fahrzeug oder USB-Steckdose habe oder eben auch 230 Volt, dann will ich da nicht ständig umherstecken können. Das heißt, dieses ganze System ist miteinander verschmolzen und integriert. Dennoch will ich dann die Freiheit haben, mir die Batterie sofort rauszunehmen, wenn ich sie irgendwo anders autark brauche. Wenn ich zum Beispiel mit dem Thermomixer hier draußen kochen möchte. Werde ich natürlich nie machen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich die irgendwo anders brauche, dann kann ich sie einfach mitnehmen. Bedeutet aber auch, dass ich deswegen natürlich trotzdem noch eine Batterie in meinem Fahrzeug brauche. Das heißt, ich werde also mit zwei Batterien arbeiten, eine feste Lithium und dann eben diese mobile Powerstation. Ich möchte sie auch so integrieren, dass ich sie immer laden kann, egal ob über Landstrom, egal ob über Solar, egal ob über Brennstoffzelle oder am Ende vielleicht auch natürlich die Lichtmaschine vom Fahrzeug. Also insofern, auch das soll damit voll integriert sein. Auf der anderen Seite soll aber natürlich auch die Hauptbatterie geladen werden, wenn die mobile Batterie nicht an Bord ist. Also es wird ein bisschen komplexer. Ich habe euch jetzt einfach mal gezeigt, wie ich mir das in etwa vorstelle. Und die Realität wird dann zeigen, ob das am Ende auch wirklich funktioniert und ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Aber dazu wird es dann natürlich ein separates Video geben. Mir war es nur ganz wichtig, euch das nochmal zu sagen, weil da sind auch ein paar Missverständnisse entstanden, weil viele es so verstanden haben, dass ich den Wechselrichter verteufeln möchte. Möchte ich überhaupt nicht. Gerade die Leute, die zum Beispiel sehr viel mit einem Thermomix kochen, bin ich überhaupt nicht der Typ. Das wirst du nie auf 12 Volt hinkriegen. Für die ist ein Wechselrichter hervorragend. Also es gibt da tausend Anwendungsfälle, wo du sagst, ein Wechselrichter macht absolut Sinn. Wenn du richtig viel Solar oben drauf hast, wenn du dein Auto für die Ewigkeit bestückst und da ordentlich Batterien drin hast und dann am Schluss 4 E-Bikes laden musst, auch dann macht das definitiv Sinn. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Da muss jeder so sein Ding finden. Und ich wollte eben mal anregen, hey, lasst uns das ganze Stromkonzept doch mal anders denken. Und mal versuchen, dass man das Ganze auch ein bisschen anders gelöst bekommt. Denn das Schöne ist, ich bin dann eben so flexibel. Ich kann dann eben auch in Testfahrzeugen mit 230 Volt arbeiten, wenn ich das brauche. Ich kann auch mal auf dem Boot mit 230 Volt arbeiten. Darauf freue ich mich richtig, richtig dolle. Und insofern ist das für mich, glaube ich, die perfekte Lösung. Das steckt hinter meinen gesunden Gedankengängen. Und eine Sache ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, weil es wurde auch teilweise missverstanden. Du hast natürlich in so einer Box auch einen Wechselrichter drin. Der macht nichts anderes, technisch genau dasselbe wie der Wechselrichter, den ich das letzte Mal beschrieben habe, der im Fahrzeug fest verbaut ist. Das bedeutet, wenn du dein System hier auf 230 Volt hochpushen musst, dann hast du natürlich auch wieder Verluste. Ja? Das ist vollkommen klar. Das ist kein Unterschied, ob das ein fest verbauter im Fahrzeug ist, ob der hier in der Kiste ist oder wo auch immer. Wechselrichter ist immer dasselbe Prinzip. Das heißt, wenn der arbeiten muss und du daraus Strom generieren möchtest, dann wirst du auch immer wieder deinen Abzug haben. Will heißen, es ist am Ende wirklich das Allerbeste, umso weniger 230 Volt Verbrauch du hast, also was heißt umso besser, desto mehr Autarkie wirst du auf alle Fälle haben. Und jetzt hört man übrigens auch wieder, er lädt gerade, er pustet ein bisschen, ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Damit würde ich sagen, habt ihr jetzt, glaube ich, verstanden, was ich vorhabe. Ich habe auch wieder ein paar Fragen aus dem letzten Video beantworten können, hoffe ich zumindest. Und wir kommen jetzt endlich zu den lang ersehnten Fallbeispielen und beginnen mal mit, würde ich sagen, E-Bike-Akkus. Ja, eine ganz große Frage war, wie verhält es sich denn mit E-Bike-Akkus? Und jetzt habe ich hier mal zwei unterschiedliche dabei und das ist auch ganz entscheidend, denn generell kann man erstmal sagen, ja, mit meiner Delta kann ich definitiv auch E-Bike-Akkus aufladen. Das Ganze gucken wir uns gleich nochmal an. Ich möchte aber eines schon mal vorweg sagen, es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Fahrrad ihr unterwegs seid und wie viel Leistung das entsprechend hat. Ich habe jetzt hier einmal so einen typischen Bosch-Akku, der ist von meinem Mountainbike. Der hat richtig Power, der hat hier 500 Wattstunden und das ist natürlich eine andere Ansage als zum Beispiel dieser Akku hier. Der ist von meinem Wohnmobil-Bike, das ich ganz, ganz lange gesucht habe, bis ich endlich mal das passende Bike hatte, das ich hier immer mitnehmen kann, wenn ich in Städten bin und so weiter, wenn ich unterwegs bin, dass ich aber auch mal ein bisschen für Tracking hernehmen kann, womit ich aber keine Fahrradtouren mache, sondern das ist wirklich nur meine Mobilitätserweiterung für mein Wohnmobil. Und hier habe ich dann einen, naja, deutlich kleineren Akku und der hat jetzt in dem Fall 247 Wattstunden, also 250 Wattstunden kann man sagen. Und das verhält sich natürlich beim Aufladen auch wieder anders. Also das muss man natürlich immer bedenken. Ich kann keine pauschale Aussage treffen, aber wir gucken uns die beiden jetzt einfach mal an und ich zeige euch mal, wie man die laden kann und was das für die Kapazität bedeutet.
Als ich den Fahrradakku angeschlossen hatte, hatte dieser noch 12% Restkapazität. Wie man hier sieht, hat die Powerstation noch 79% Power zur Verfügung. Es handelt sich hier übrigens um die Delta Max. Und das Ganze hat weniger als 3 Stunden gedauert. Es wurde immer so bei 145 Watt geladen. Zum Ende hin wird es immer ein bisschen weniger. Und ich habe genau 10% der Powerstation verbraucht und liege damit jetzt bei 69%. Sehen wir uns das Ganze jetzt bei dem größeren Akku von Bosch an. Ich habe ihn angeschlossen, als er noch 8% Restkapazität hatte. Er wird anfangs mit 200 Watt geladen, das ändert sich aber auch immer. Das reguliert alles das entsprechende Steuergerät bzw. Ladegerät von Bosch. Auch alles natürlich über 230 Volt angeschlossen, nochmal wichtig. Und am Ende habe ich dann 4,5 Stunden gebraucht zum Laden. Und am Ende hatte ich dann bei der Powerstation noch 28% zur Verfügung. Das bedeutet zusammengefasst, den Bosch-Akku kann ich mit der Delta Max locker 2-mal laden. Mit der kleinen kann ich ihn definitiv 1-mal laden und je nachdem, wie leer er ist, wenn du ihn dranhängst, kannst du es sogar auch 2-mal schaffen. Aber dann bist du schon wirklich am Limit. Man muss sich halt immer dessen bewusst sein, man wird damit nicht 80 Ladungen machen können. Also man muss einfach immer schauen, was man vorhat. Aber man sieht, es funktioniert. Und ich werde euch hier unten nochmal einen Link zu meiner Webseite reinstellen. Und da seht ihr auch nochmal, wie man das Ganze berechnen kann, damit euch das Ganze einfacher fällt für eure persönlichen Bedürfnisse, je nachdem eben welchen Akku ihr in welchem Gerät irgendwo verbaut habt, damit ihr euch ausrechnen könnt, wie das funktioniert, wie oft das funktioniert und wie lange es vielleicht am Ende auch dauert. Und damit würde ich sagen, nächstes Fallbeispiel und wir gehen jetzt mal über zum Kochen, weil ich habe schon ein bisschen Hunger. So, Fahrradakkus sind durch. Nächstes Fallbeispiel, Thermomix. Ich bin jetzt kein Thermomix-Verkäufer, aber ich weiß zumindest so viel, dass das nicht das aktuelle Modell ist. Ist aber, glaube ich, auch für heute egal. Ganz viele von euch haben mich darauf angesprochen. Das hat mich echt verwundert, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dieses Beispiel. Ob man denn mit der Powerstation auch einen Thermomix betreiben kann. Und das will ich heute einfach mal ausprobieren. Wird für mich in zweierlei Hinsicht spannend. Einmal, ob es stromtechnisch überhaupt funktioniert und zum Zweiten, ob es kochtechnisch funktioniert. Denn ich bin alles nur kein Koch. Ihr wisst es, auch wenn es schon mal ein Kochvideo bei mir auf dem Kanal gab, aber da hatte ich den Surdam dabei. An der Stelle, Surdam, ganz liebe Grüße. Schaut auch gerne nochmal auf seinen Kanal, der ist nämlich ausgewandert und macht da jetzt total verrückte Sachen und kocht weiterhin und präsentiert euch die natürlich auch weiterhin über Instagram und YouTube. Also ich verlinke das sehr, sehr gerne. Ganz liebe Grüße an dich, Surdam. Ich vermisse dich. Ich würde sehr viel lieber mit dir heute kochen als mit dem Thermomix, aber heute muss ich mir dann eben eine Alternative zum Surdam suchen und das ist heute der Thermomix. Ich habe da wirklich nicht viel Erfahrung drin, aber ich gebe mein Bestes und werde jetzt erstmal mein ganzes Zeug dazu schnippeln und dann schauen wir mal, was das wird. Ich mache heute Gemüsesuppe, weil, und darauf möchte ich hinaus, das eine ist ja das Mixen und das Zerhacken, aber ich glaube, noch viel krasser ist natürlich das Erwärmen, weil dieses, das Besondere, glaube ich, an dem Gerät ist ja, dass es ja nicht nur zerhackt, sondern dass du auch kochen kannst damit. Also das ganze Ding wird auch heiß. Und das ist ja auch das, was richtig Strom frisst. Und da gucken wir mal, ob ich heute zu einer Suppe komme oder nicht. Und das hoffe ich, denn das wäre heute mein Mittagessen. Also drückt die Daumen. Wir legen los. So, dann schauen wir uns das Spektakel jetzt mal an. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht ums Kochen selber, sondern einfach nur, ob das Ganze funktioniert. Dafür schalte ich als erstes mal die Powerstation an. Da haben wir jetzt 90%, weil ich bis 90% hochgeladen habe. Höher wollte ich nicht laden. Und aktiviere hinten mal den Wechselrichter. Oh, und wir sehen auch schon, der Thermomix geht an. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt gehen wir mal weiter, denn jetzt wird das erste interessante, wie gesagt, ich will jetzt kein Kochvideo machen, aber das erste wird jetzt schon mal sein, dass wir hier zerhäckseln. Das bedeutet im Klartext, jetzt kommt 600 Gramm rohes Gemüse hinzu und damit wird die Maschine schon ordentlich arbeiten müssen. Also wenn, es geht gar nichts los. Warum geht das nicht los? Herzer. Oh ja. Das war jetzt noch nicht so schwierig. Warte, wie? Ich bin ein bisschen unbeholfen, Entschuldigung. So, wie sieht das da drin aus? Ui, okay, krass. So, und jetzt gebe ich die übrigen Zutaten rein und dann muss ich das Ganze bei 100 Grad garen lassen. Und das ist natürlich eine Ansage, weil da musst du ja ganz schön liefern. Also jetzt tue ich mal die übrigen Zutaten rein.
Und jetzt wird es interessant, denn jetzt muss, ich weiß noch nicht genau, wie das geht, ich muss es jetzt 16 Minuten lang bei 100 Grad garen lassen. Das heißt, der rührt, der erhitzt. Und das ist natürlich eine Ansage. Achso, warte mal, jetzt muss ich, so 16 Minuten. Stufe 100 ist ja dann das hier. Was ist das jetzt an? Ja, das leuchtet. Eine Stufe. So, dann schauen wir mal, was hier passiert. Also er läuft zumindest und er muss jetzt richtig hochheizen. Ne? Und hier sieht man ganz gut, dass der Thermomix bei mir nie mehr als 1000 Watt gezogen hat. Auf dem Typenschild dieses Modells steht, dass er maximal 1500 Watt benötigt. Das konnte ich aber nicht beobachten. Das bedeutet wiederum, dass man ihn mit der kleineren Delta oder auch mit dieser Delta Max problemlos betreiben kann. Mehr als 7 Minuten sind bereits vergangen und es wird schon heiß. Wir haben jetzt, ich glaube, das kann man hier ablesen, 60, genau, wir gehen jetzt auf die 70 Grad hoch. Das bedeutet, er heizt ordentlich, er macht das, glaube ich, auch alles, was er soll. Und das Ganze funktioniert hier noch über die Anlage. Wir haben gerade ja immer noch, also 84%, also das scheint wirklich gut zu funktionieren. Keine Angst, die Solaranlage habe ich noch nicht angeschlossen, weil wir wollen jetzt ja wirklich unter den Bedingungen testen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt keine Stromzufuhr. Aber auch das, weil das anscheinend beim letzten Video nicht wirklich klar rübergekommen ist, es wäre jetzt absolut möglich, die Powerstage gleichzeitig über Solar zu laden. Jetzt ist aber auch selbstredend, dass natürlich die Solaranlage niemals das hier einführen kann, einspeisen kann, was wir gerade an Strom verbrauchen. Aber man hat zumindest so einen kleinen Puffer oder eine kleine Notreserve und man geht halt nicht ganz so schnell leer. Weil das war auch nochmal eine Frage von euch. Also das geht und auch man könnte hier deutlich mehr Power reinschicken. Ich bin aber mit dem Setup mehr als glücklich. Verlinke euch das natürlich alles hier unten nochmal. Das funktioniert für mich einwandfrei. Aber also um das zu beweisen, ist nicht angeschlossen. Ja? Mal erst nachher, damit ich den wieder aufladen kann. Wir wollen jetzt mal so tun, als hätten wir überhaupt keinen Strom, außer von der Powerstation. So, ich glaube, das ist das Zeichen, dass es soweit fertig ist. Jetzt passt mal auf. So, Entschuldigung. Also jetzt ist es soweit fertig. Was muss ich als nächstes machen? Sahne zugeben und 2 Minuten bei 80 Grad Stufe 4 unterrühren. Okay, das kriegen wir hin, das machen wir noch und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Bisher kommen wir klar und wir sind noch bei 78%. Das geht ja locker. Meine Haare sind auch trocken, aber nicht geföhnt. Also das war jetzt wirklich die Sonne. Nicht, dass ihr meint, ich hätte hier auch noch einen Föhn angeschlossen. Ich hole die Sahne und wir machen weiter. Und es piepst schon wieder. So, das heißt, das Ding ist fertig anscheinend. So, jetzt muss man hier, also es sieht schon noch super aus, gell? Es ist schon sehr flüssig, glaube ich. Also, jetzt damit ich das Ergebnis nicht verfälsche, wir sind jetzt bei 78%, also das heißt, ich habe jetzt 16, 18 Minuten lang gekocht, und zwar richtig auf Temperatur, davor noch ein bisschen gehäckselt. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, deswegen wollte ich es wirklich ausprobieren, weil theoretisch von den Zahlen her kannst du natürlich damit arbeiten. Aber es kommt natürlich darauf an, was ihr kochen wollt und was ihr da macht. Aber wenn man eben so kleinere Sachen macht, funktioniert das definitiv. Wenn du jetzt hier 6 Stunden lang aufkochst, wird das nicht funktionieren. So, jetzt probieren wir das Ganze gleich. Das interessiert euch gar nicht so. Ich weiß, weil ihr wollt ja nur wissen, schafft es der Strom? Ich kann euch sagen, das Ding ist richtig, richtig heiß. Ich benutze immer gerne so porzellanähnliches Geschirr, Campinggeschirr. Das ist so doppelt tausendfach gepresstes Glas, das dann auch nicht kaputt gehen kann. Deswegen wird es aber auch immer sehr heiß. Deswegen habe ich das Holzbrett. Also allein das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich probiere jetzt gleich nochmal. Oh, das ist genießbar. Hey, ich bin jetzt auch Koch. Schaut doch auch gerne mal auf meinem Schwesterkanal vorbei, und zwar Fan for Koch. Nein, Quatsch. Ich esse jetzt gemütlich am See und ihr macht weiter mit dem nächsten Fallbeispiel. Das Fallbeispiel Thermomix ist hiermit abgeschlossen. Geht. So, nach einem überraschend guten Essen, da fehlt dann noch ein richtig guter Espresso oder Cappuccino. Ich habe hier ganz neue Tassen, bin ganz stolz drauf. Aber die ist halt leer, also ich brauche unbedingt einen Espresso, deswegen kamen mir eure Fragen gerade recht. Denn wir haben ja im letzten Video schon Kaffee gemacht, das hat alles funktioniert. Und da war von euch die berechtigte Frage, naja, jetzt hast du die Delta, das ist ja die große. Aber es gibt ja auch von Ecoflow zum Beispiel kleinere Modelle. Und ginge das damit auch, weil man ist so unsicher, es steht drin 1200 Watt im Peak. Und probier es doch bitte mal aus. Das habe ich gemacht. Ich bin zum Kumpel gefahren und habe mir das Ganze einfach mal ausgeliehen, weil ich den Akkuwürfel auch nicht habe, den kleinen. Ich kann mir jetzt nicht diese ganzen Akkuwürfel für euch kaufen, nehmt mir das nicht übel. Also
zum Freund gefahren. An der Stelle nochmal, Michi, herzlichen Dank, dass ich mir das Ding einfach mal ausleihen durfte bei euch und habe das Ganze mal versucht. Und ihr seht auch, die Kaffeemaschine geht damit an. Jetzt muss man auch sagen, diese Nespresso, die frisst 1300 Watt. Der Würfel gibt offiziell im Peak 1200 aus. Und das Ganze funktioniert, wie man hier sieht. Also die Maschine geht an, die heizt auch auf und man kann sogar auch Kaffee rauslassen. Was ich dann aber festgestellt habe, ist, dass diese Durchlaufzeit des Kaffees sehr, sehr kurz war. Also untypisch. Nicht so lang wie normalerweise. Man kann dann immer wieder nachdrücken und der Kaffee kommt dann nach und er ist damit auch immer noch akzeptabel, sage ich mal, vom Geschmack her. Aber es ist natürlich was anderes, als würde der kontinuierlich durchlaufen. Da kommt es aber wieder darauf an, wie pieksig bist du mit dem Kaffee und wie wichtig ist dir das. Wenn man das Ganze umgehen möchte und die Powerstation quasi aufschaltet, über die App übrigens, und sagt, okay, nimm, was du kannst, dann schalte die ab, weil die Kaffeemaschine geht dann mal über 1200 Watt drüber und dann sagt die Powerstation, sorry, mit mir nicht. Und ja, das führte dann eben dazu, dass wir damit dann keinen Kaffee mehr genießen konnten. Also ich will sagen, mit diesen kleinen Powerwürfeln, die sind einfach nicht dafür gemacht. Es geht notdürftig, geht das mal, aber wenn du weißt, du willst kontinuierlich mit so einem 230 Volt Verbraucher arbeiten, der mehr als 1200 Watt hat, dann wird das einfach nicht wirklich funktionieren. Also insofern möchte ich sagen, nein, funktioniert nicht. Als Notlösung hin und wieder mal, ja, aber mehr auch nicht. Das war mir auch nochmal wichtig, euch zu zeigen. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, euch haben diese ganzen Fallbeispiele gefallen. Euch haben auch nochmal diese Beantwortung der ganzen Fragen aus euren letzten Kommentaren geholfen. An der Stelle ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Ich möchte weder absolut stellen, dass alle keinen Wechselrichter mehr brauchen, sondern nur noch so eine Powerstation und damit glücklich werden. Überhaupt nicht. Für mich ist es einfach nur so, in meinem neuen Van wird das ein Konzept sein, das sich für mich auf alle Fälle lohnt und auf das ich mich mega, mega freue. Und ich wollte einfach nur einen Denkanstoß dazu geben. Ich verteufel keine fest eingebauten Wechselrichter und so weiter gar nicht. Also versteht mich da wirklich bitte nicht falsch. Da hatte ich das letzte Mal das Gefühl, dass sich da manche wirklich persönlich angegriffen gefühlt haben. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Im Gegenteil, ich finde es richtig cool, wenn man verschiedenste Lösungen einfach mal miteinander diskutiert. Denn am Ende ist Camping einfach kein Schwarz-Weiß. Ich sage es immer wieder. Jeder hat andere Bedürfnisse und auf jeden fällt das eine, wo er sagt, das passt bei mir super und bei dem anderen halt nicht. Und ich wollte einfach nur mal einen Denkanstoß geben, wollte mal sagen, ich werde das Konzept ein bisschen anders fahren und für mich ist das eine super Lösung. Das ist alles, was ich wollte. Und zum Zweiten, ich bin kein Vertreter von Ecoflow. Ich habe mich halt einfach mal selber dafür entschieden und habe festgestellt, dass Ecoflow wirklich auf dem Markt sehr, sehr gut und groß vertreten ist. Also jetzt, wenn es auch darum ging, mir andere Geräte auszuleihen und zu holen, wo ich gesagt habe, ich möchte es einfach mal ausprobieren, da ging es mir jetzt nicht darum, eine kleine Ecoflow zu bekommen zum Beispiel. Aber die war halt da. Also das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Schreibt ihr da auch gerne in den Kommentaren, was ihr da verwendet und was ihr da so habt und benutzt. Ich verlinke euch natürlich diese ganzen Sachen, die ihr jetzt heute bei mir im Video wieder gesehen habt, unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer ich muss mich jetzt beeilen, damit ich meinen Cappuccino noch warm trinken kann. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, das hat euch wieder was gebracht und das hat euch auch gefallen. Das ist für mich eine Mordsmotivation, weiter solche Videos zu erstellen. Und das will ich tun, deswegen auch sehr, sehr gerne abonnieren. Wir haben es eingangs schon gesagt, gerne die Glocke drücken, denn dann werdet ihr auch sofort informiert, wenn ein neues Video von Fan4Van draußen ist. Ich wünsche euch jetzt schöne Ostern. Die stehen jetzt nämlich vor der Tür. Ihr seht, wo ich gerade drehe, ist noch kein Ostern, sonst wäre hinter mir der Platz komplett voll. Aber wir sehen uns, glaube ich, gerade an Ostern oder irgendwann danach. Ist ja auch völlig egal. Aber wenn gerade bei dir Ostern ist, dann wünsche ich dir wunderschöne frohe Ostern. Alles, alles Gute. Und das Wichtigste ist, egal, ob ihr mit Powerstation reist, ob ihr mit Thermomix reist, ich werde das nicht. Aber ich freue mich für alle, die sowas haben und weiß jetzt immer, wo ich hingehen muss, wenn ich Hunger habe. Egal wie ihr unterwegs seid, ob ihr total minimalistisch reist oder ob ihr in so einem Ding wohnt und deswegen das für euch extrem wichtig ist oder wie auch immer. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Reisen und kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Markus. Ciao. So, aber jetzt ist Schluss. Mehr habe ich nicht. Den Rest brauche ich zum Abendessen. Ich kann dir noch ein bisschen Gemüsesuppe anbieten. Magst du Gemüsesuppe? Nee, ne? Genießen wir die Sonne. Mm. Geil. Boah, und ich muss die ganze Plörre jetzt aufräumen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und eigentlich hätte ich es eilig. Und ich habe keine Freunde, wie du siehst. Ich brauche dich. Hilfst du mir beim Aufräumen? Aufräumen? Hilfst du mit?